Hallo liebe Leute und willkommen wieder bei einer weiteren Folge Minecraft Hardcore. Total böse Hardcore hier. Ich habe ein Ei bekommen von dir, liebes Huhn. Ich muss mal demnächst mir einen Zaun bauen und muss mal die Hühner einsammeln, die Schweine einsammeln, ne? Und dann halte ich dich als Haustier. Ja, haha. Ich habe was ganz Heftiges gemacht. Ich habe mir endlich mal Optifine installiert. Ich könnte theoretisch jetzt einen Shader reinmachen. Bin mir aber nicht sicher, ob ich das möchte, weil die Qualität ja dann immer, also die FPS dann immer sehr leiden, finde ich. Aber ich finde, man merkt schon, was das Gras angeht, einen deutlichen Unterschied. Ne? Also, ich finde, Optifine macht da echt viel schöner. Ich möchte gerne ja bald in die Hölle. Im echten Leben. Nein, aber in Minecraft. Dafür brauchen wir ja auf jeden Fall Vorbereitungssachen, gerade im Hardcore. So, das heißt, ich brauche immer noch Diamanten und ich dachte mir, vielleicht gehen wir uns diese Spalte hier angucken. Oder in irgendeine Höhle. Was passiert eigentlich, wenn ich das dann... Oh ja, oh ja, oh, 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 oh. Ja, ich bin ein neugieriger Typ, okay? Ich habe aktuell Angst, am Fallschaden zu sterben. Deswegen, ich gehe mal lieber in die Höhle. Und ja, ihr seht durch Optifine, wenn ich da eine Fackel in der Hand habe, seht ihr schon, die Fackel erhellt. Endlich. Während ich sie in der Hand halte. Das finde ich persönlich sehr, sehr schön. Und ja, ich finde das nice. Da brauche ich nicht 500 Fackeln platzieren, was eigentlich sinnvoller wäre, damit die Monster nicht spawnen. Aber so viele Fackeln habe ich halt auch gar nicht dabei. Wahrscheinlich endet gleich einfach schon wieder die Höhle. Ja, wow. Das war jetzt eine krasse Höhle, ey. Aber vom Gebauten her ist sie echt cool. So mit dem Sandstein und so. Ja, wow. Das war's. Geil, Leute. Hat Spaß gemacht, die Höhle zu erkunden. Daumen hoch. Ich weiß, am sinnvollsten wäre es, Strip zu minen. Aber ich finde das so langweilig. Ich möchte nicht Strip Mining betreiben. Da hinten müsste ein Lavabecken sein, ne? Oh, hier fängt, glaube ich, ein anderes Biom an oder so. Hier sind die Schweinchen, hier sind Kürbisse. Oh, wie cool. Komm, wir nehmen mal Kürbisse mit. Ey, ey, Kollege. Jetzt musst du leider draufgehen, Alter. So, hab ich dich. Dankeschön. Und du musst auch weggehen, Mr. Zombie. Ha! Huh. Juhu. Ich will doch nur gerne. Dankeschön. Ich möchte doch... Ah, mit Schwerter kann man die schneller abbauen? Oder wirkte das nur so? Ich glaube, mit Schwerter kann man die schneller abbauen. Lass mich mal bitte... Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Lass mich bitte in Ruhe. Schild schnell. Ich nehme mal schnell Schild an. Ja, ja. Tötet euch gegenseitig. Oh, ja. Oh Gott, ich stecke fest. Ah, ihr verdammten Skelette, Mann. Ich habe doch das Schild oben gehabt. Skelette hassen diesen Trick, habe ich in den Kommentaren gelesen. Musste schmunzeln. Leute, es war lustig, ne? Daumen hoch von mir. Und ich gehe weiter mal. Nein, nein, dankeschön. Irgendwas, was mich noch umbringen will? Überall, oder? Ist das ein Villager-Zombie? Ja, okay. Da vorne scheint ein Dorf zu sein. Ich frage mich gerade, ob das das Dorf ist, wo ich schon war, oder das jetzt ein anderes Dorf ist. Das ist jetzt die Frage, liebe Leute. Die ich mir stelle. Es ist ein anderes Dorf. Oder? Ich bin mir unsicher. Hä? Wo bin ich? Geh weg. Ich will nichts von dir. Aber wo bin ich? Oh, wie cool ist das denn? Das ist ein verlassenes Dorf. Das sieht man an den Spinnenweben, die Zombies hier. Das ist ein überranntes und verlassenes Dorf. Sowas gibt es hier auch? Wie cool ist das bitte? Oh, ich bin gerade mega surprised, Alter, dass es das auch gibt. Ich wusste nicht, dass es auch zerstörte oder verlassene Dörfer gibt. Oh, die Katze lebt aber da noch. Hallo Katze. Ich befreie dich mal. Willkommen. Ganz ruhig, Katze. Ja, ich habe dich befreit, ich weiß. Alter, sind wir hier in einem... einfach in so einem verlassenen Zombie-Dorf. Das finde ich gerade voll cool. Ich weiß nicht warum. Ich finde das aber voll cool gerade. Also von der Skala von 1 bis cool, ist es cool. Oh Mann, mega.
Hier ist so eine Steinsäge-Ding. Das nehme ich jetzt mal mit. Das finde ich ganz, ganz interessant. Oh, lol. Was ist das denn für ein Prank hier? Ah, das ist ein cooler Block. Den nehme ich mit. Der ist hübsch. Nehme ich als Andenken mit, Leute. Vom Zombie-Dorf. Ist hier doch noch was Cooles? Zombie-Dorf, hallo? Auf jeden Fall sehr schön gebaut hier, ne? Ist hier irgendwo Truhen, die ich noch klauen kann? Vielleicht da drinnen? Nein, da ist nur eine Werkbank. Da ist nur eine Werkbank. Ein Räucherofen. Was macht denn ein Räucherofen? Oh, lol. Hoho. Aber was macht denn ein Räucherofen? Könnte ich euch so gerade gar nicht sagen. Was denn macht der Räucher? Ist der einfach schneller? Macht der nur Fleisch? Räuchert der Fleisch? Ne? Räucheröfen räuchern ja. Bekanntlich Fisch zum Beispiel. Ne? Kartentisch. Den nehme ich auch mit. Ich habe leider keine Axt dabei. Aber den Kartentisch nehme ich mit. Das ist sehr cool. Mega. Oh, hallo Schwein. Ich lasse dich mal da Schwein sein. Schwein. Und da hinten auf dem Hügel müsste mein Haus sein. Das heißt, so weit weg von meinem Haus war das gar nicht. Da ist einfach in der Nähe von meinem Haus dieses verlassene Dorf. Das ist so cool. Sorry, aber 10 von 10. Das ist einfach das verlassene Zombie-Dorf, Mann. Das ist einfach voll cool. Ich weiß nicht, warum ich da so begeistert bin, aber ich wusste halt nicht, dass das auch existiert. Dass die da, dass es wirklich random einfach verlassene Dörfer gibt, wo nur noch Zombies sind. Das ist cool. 10 von 10 Moriköpfe. Wie funktioniert denn so ein Kartentisch? Wenn ich jetzt da eine Karte reinlege, wie die Schatzkarte. Keine Ahnung. Aber ich habe eine kleine Glocke jetzt. Ja. Hallo. Hi. Oh. Let's go. Hey. So, für die Deko habe ich jetzt hier natürlich den Keramikblock hingemacht, ne, und den einen Block weg, weil ich bin ja schon, ne, Keramik muss sein, Leute, ne, ich als reicher Minecraft-Bonze. Ja, ich weiß, ich muss mal irgendwann die Kisten sortieren, okay, irgendwann mache ich das, ich verspreche es euch. Und in so einen Räucherofen kommt ja ganz normal Kohle rein, kann ich auch verrottetes Fleisch braten da drinne? Nö, aber ich habe kein anderes Fleisch, ich bin doch Veganer. Ich habe einen Huhn gefunden, aus einer undefinierten Quelle und... Ich guck mal, ob ich das jetzt... Was passiert jetzt? Es räuchert... Ist es einfach schneller? Ist es einfach nur schneller vielleicht? Ich weiß es nicht. Irgendwas muss doch... Irgendein Vorteil muss dieser Räucherofen doch haben, Mann. Boah, ich muss mal irgendwas testen. Ich habe gerade gesehen, ich kann aus den Eisenklumpen und einer Fackel eine Laterne bauen. Wie cool ist das denn? Kann ich die jetzt hier hinhängen oder so? Wie funktioniert die? Wow. Kann man die auch irgendwo hinhängen? Zum Beispiel da runter so? Bam. Oh, das ist aber cool. So eine hängende Laterne. Das hat Style, okay. Ich will noch eine hängende Laterne. Hä, wie cool ist das? Heute bei Mr. Morgan entdeckt Minecraft die Laterne. Jetzt habe ich hier hängende Laternen, Mann. Richtig professionell. Habe ich denn noch Redstone irgendwo? Ja, habe ich. Und ich müsste aus Redstone und dem hier ein Koppers bauen. Und aus dem Koppers müsste ich eine leere Karte bauen. Tada! Und schon haben wir das Gebiet hier erkundet. Quasi. Was ist denn da hinten? Da ist so ein brauner Fleck. Aber seit wann sind die denn so klein? Ich dachte immer, die Karten sind ein bisschen größer. Das ist ja wirklich winzig. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Was war das denn? Zurück, ey, ohne Witz. Zum Glück habe ich aktuell so eine geistesgegenwärtige Reaktion immer und verschwinde direkt, sobald ich ansatzweise einen Creeper höre oder blocke. Ey, das ist doch jetzt gerade nicht normal. Was wollen die hier von mir andauernd? Haben wir noch irgendwo Erde? Ja, hier. Oh, ich brauche mehr Erde, Mann. Oh, ist das eklig. Oh, ist das eklig. Diese verdammten Creeper erschrecken mich jedes Mal zu Tode, ey.
Mann. Ich will jetzt was probieren. Ich bin ja am Lernen und Studieren. Ne? Wenn ich das jetzt so mache und noch ein Kompass mache und daraus dann wieder eine Karte, kann ich dann die leere Karte beim Kartentisch, das ist ja meine aktuelle, kann ich jetzt eine leere Karte da hinzufügen? Und dann habe ich aber zwei. Also ich verdoppel die ja einfach nur. So, ich gehe jetzt aus dem Kartengebiet raus, bin jetzt quasi ja dann im nächsten Kartengebiet und habe jetzt eine neue Karte gemacht. Kann ich die dann jetzt zusammenfügen zu einer etwas größeren Karte? Ich bin halt im Rumprobieren, okay, Leute? Ne, studieren geht über probieren. Ne, Moment, andersrum. So, ich habe Karte 7 und Karte 6. Geht nicht. Ich werde es nie verstehen. Ich muss mir dazu, glaube ich, mal was bei Google oder so angucken. Keine Ahnung. Ich hab einfach nur rumprobiert. Liebe Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. In der Folge haben wir jetzt das Zombie-Dorf erkundet. Ich habe viel rumprobiert, aber irgendwie muss ich mir dazu mal was angucken. Ne? Danke fürs Zusehen und bis zu einer anderen Folge von Minecraft Hardcore. Ciao.